Ich erinnere mich noch an meinen Besuch bei der EU im letzten Jahr oder war es vor 2 Jahren. Da haben wir ja über einen Marshallplan für die Ukraine gesprochen. Und man hat gesagt, ein Marshallplan ist besser als Martial Law, nämlich Kriegsrecht. Und was wir versuchen, ist, die Unterstützung all unserer Partner zu mobilisieren, der USA und der Europäischen Union, Kanadas, des Vereinigten Königreichs, der Mitgliedstaaten der G7 und aller EU-Mitgliedstaaten und aller, die einen Beitrag leisten wollen zur Zukunft der Ukraine. Wir betteln aber nicht um Geld. Wir sagen nicht, gebt uns einen neuen Kredit, um den anderen Kredit zurückzuzahlen. Das würde auch nicht funktionieren. Was wir in diesem Land brauchen, ist, dass wir zunächst einmal diesen Haushaltssturm überstehen müssen. Aber wir haben schon sehr viel getan, um die Haushaltslücke zu schließen, um dem Parlament einen realistischen Haushalt vorzulegen, um die Position der Ukraine zu verbessern. Meine Regierung hat jetzt aber selbst keine Instrumente mehr zur Verfügung, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Und in diesem Fall ist der beste Marshallplan wirklich, wenn Sie in die Ukraine investieren. Vielleicht darf ich noch eingehen, in welchen Bereich man am besten investiert. Beginnen wir mit dem Energiesektor. Im letzten Jahr hat das Parlament ein Gesetz erlassen, nachdem nur Firmen mit Sitz in der EU und in den USA das Recht haben, in die Gastransportleitungen in der Ukraine zu investieren. Also es ist auch eine neue Art von Energiepolitik. Und ich freue mich, dass die EU kartellrechtliche Untersuchung gegen Gazprom eingeleitet hat. Die Ukraine hat das auch getan. Aber das Beste ist, wenn wir die Energielandkarte Europas völlig neu gestalten und sagen, jeder, der sich an europäische Normen hält und an europäisches Recht, der kann in Europa Geschäfte machen. Wenn nicht, dann muss man sich eben eine andere Stream-Pipeline bauen. Dann der Landwirtschaftssektor. Auch das ist ein Schlüsselsektor für unsere Zukunft. Und wir begrüßen natürlich Investitionen in die ukrainische Landwirtschaft. Wir sind in der Lage, perfekte landwirtschaftliche Erzeugnisse, die biologisch und auch sehr konkurrenzfähig sind, zu erzeugen. Wir bitten Sie, in die Landwirtschaft in der Ukraine zu investieren. Wir wissen es auch zu schätzen, dass wir auch im Bildungssektor mit der Europäischen Union zusammenarbeiten. Und wir gehen davon aus, dass da die Bevölkerung von profitiert, wir einen höheren IQ bekommen, die Reformen besser umzusetzen und wettbewerbsfähiger zu sein in dieser Welt. Ich darf es vielleicht noch mal zusammenfassen. Wir brauchen sicherlich einen Marshallplan. Und ich glaube, dass diese Konferenz ein erster Schritt in diese Richtung ist, um umfassende Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und Ihnen auf den Weg zu bringen. Ich glaube, das wichtigste Thema ist, dass die russischen Panzer mein Land verlassen. Raus mit Ihnen, Herr Putin. Die Konferenz geht ja auf Initiative von Bundeskanzlerin Merkel und den USA zurück. Die wollen, glaube ich, am 12. und 13. Juli in den USA diese Investitionskonferenz organisieren. Das wird auch ein wichtiger Schritt sein, um allen zu zeigen, dass die Ukraine sich geändert hat und dass das die beste Zeit ist, in der Ukraine zu investieren. Wir gehen davon aus,
aus, dass Ende Juni die Position der Ukraine sich auch verbessern wird, was das Investitionsklima anbelangt. Natürlich muss die Regierung große Veränderungen herbeiführen, aber wir machen alles, trotz der Tatsache, dass die Ukraine der russischen Aggression ausgesetzt ist. Wir müssen Investoren finden, wir müssen deren Vertrauen wiederherstellen und wir müssen alles tun, um das Leben der Bürger in der Ukraine zu verbessern. Mit Ihrer Unterstützung, das ist keine Sackgasse, das ist unser beider Interesse. Die beste Reform ist, wenn wir mit Energieeffizienzprogrammen beginnen. Und je schneller, je besser. Und je weniger wir verbrauchen, umso weniger müssen wir auch für den Strom bezahlen. Und das ist das oberste Ziel der Regierung. Und in diesem Bereich sollten wir gemeinsam investieren. Sie haben perfekte Investitionsprojekte und Sie verfügen über Erfahrung. Und das ist die richtige Zeit für Sie, in die Energiemodernisierung, Energieeffizienz in der Ukraine zu investieren. Wir verbrauchen sehr viel Energie im Augenblick. Und das ist natürlich eine große Belastung auch unseres Haushaltes. Wir haben mit Naftgas das Problem gelöst, aber das ist natürlich auch eine große Last für die Bürger. Und wir können diese Last reduzieren durch mehr Energieeffizienz. Wie Präsident Poroschenko schon gesagt hatte, ist die wichtigste Voraussetzung für die Reform, dass wir geeint bleiben. Der Präsident, die Regierung, also die Exekutive, das Parlament und alle Fraktionen in der Koalition müssen geeint dastehen. Das ist das eine. Auch innerhalb der EU muss man in puncto Ukraine geeint sein. Und der dritte wichtige Punkt ist die transatlantische Einheit zwischen USA und der Europäischen Union. Und wenn wir das alle tun, dann ist das die beste Antwort auf die russische Aggression. Und damit können wir aus der Ukraine erfolgreiches Land machen und Frieden und Stabilität in Europa und der Welt schaffen.